Ganz schlimme Stifte, ganz unangenehm. Hier steht einfach Artist Quality drauf. Das wage ich zu bezweifeln. Was haben wir denn da? Uiuiui, ein Unfall. Ich habe das eben aufgemacht und da ist einfach so ein totes Tier drin. Hey Leute und willkommen zu meinem... Das war ein bisschen laut. Hey Leute und willkommen zu meinem 111. YouTube-Video. Also 111, nicht 112. Das kommt demnächst. 111. Cool, oder? Für die, die es nicht wissen, ich war letztens bei Action zum allerersten Mal und habe mir... Oh Gott, ich habe mir so viele Sachen geholt. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, checkt das auf jeden Fall aus. Heute machen wir jetzt endlich das Ausprobier-Unboxing-Haul-Video. Dingsda-Bumster, da gibt es ja 1 Milliarde Beschreibungen für. Der Sachen, die ich bei Action letztens irgendwie vor gefühlt schon 3 Monaten... gekauft habe. Und ich dachte mir, wir vergeben Punkte. Ich habe zuerst überlegt, Schulnoten. Dann dachte ich, ich habe schon genug mit Schule am Hut. Wir machen von 1 bis 10. Wobei 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste. Leute, wir haben hier so viel Zeug. Wir machen heute eine grobe Bewertung. Ich werde mir alles angucken, alles kurz mal antesten. Ich glaube, wenn ich alles hier ausprobieren würde, wie ich es normalerweise tue, würde dieses Video 12 Stunden gehen. Oder 4 Tage. Gott, es ist so viel. Also, wir holen einfach alles raus. Das haben wir. Das. Was ist das? Achso, das ist so ein Pinselstift. Okay, ich hole jetzt erstmal einfach alles raus. Oh. Ach so, by the way, während ich das hier auspacke, falls ihr noch nicht auf meinem Discord seid, den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei, wir quasseln da ein bisschen. Es gibt so voll viele coole Kanäle und so. Ja, ja, ja. Was habe ich getan? Wieso habe ich so übertrieben? Ich hätte doch 2, 3 Sachen holen können. Und das wäre es gewesen, aber nein. Die hier probieren wir in einem separaten Video aus, weil ich unbedingt was Cooles damit machen will. Morgen kaufe ich mir immer so Stempelsets, ey. Oh, und ganz viel Washi-Tape. Washi. Leute, neben mir steht gerade eine Flasche O-Saft und ich muss euch jetzt mal eine kleine Story erzählen aus meinem Leben. Leute, diese Story hat mich wirklich, wirklich bis heute traumatisiert. Bis ins Mark erschüttert. Und guck mal, mein Anspitzer, den habe ich von Vicky geschenkt bekommen. Vicky, wenn du das siehst, hier ist dein Schweineanspitzer. Ich war im Kindergarten, wir waren wandern und ich hatte Durst. Und ich habe gefragt, haben wir was zu trinken? Also die Erzieherin, die Kindergärtnerin. Und sie hat gesagt, wir haben A-Saft. Ey, ich habe fast geweint. Ich habe wirklich fast angefangen zu weinen, weil sie A-Saft und... Sie hat Apfelsaft gemeint. Apfelsaft. Sie dachte, sie kann aus Apfelsaft A-Saft machen, wie man aus Orangensaft O-Saft macht. Bei O-Saft ist es okay. Ist okay. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Aber A-Saft? Kennt ihr das, Leute, wenn Wörter so unangenehm sind? So zum Beispiel auch Nacktfuß. Anstatt barfuß, so einfach Nacktfuß. Ich habe echt eine Gänsehaut geschoben. Das war so schlimm. Ja, Leute, warum erzähle ich euch das eigentlich? Ja, weil da eine Flasche Orangensaft stand und ich musste gerade an A-Saft denken. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, habe ich eine Gänsehaut. Es ist ätzend. Ja, wir haben A-Saft. Ich so... Es war so schlimm. So, fangen wir an. Wir nehmen einfach mal die Buntstifte, weil wir haben hier direkt das Papier liegen. Geht mal weg, ich brauche... Platz. Ich sehe jetzt schon, dass ich mit den Verpackungen so hart strugglen werde, die ganze Zeit. So viele Verpackungen. Leute, ich habe gerade überlegt, ob ich zu euch sage, schreibt mal Hashtag A-Saft in die Kommentare. Aber dann dachte ich, wenn ich das lese, muss ich Also ich weiß nicht, ob ihr das tun solltet. Wenn ihr mich aufregen wollt, dann tut es. Ey, geh doch auf. Was? Ich dachte, das ist so eine Packung, die geht so auf. Aber die geht so auf. Und jetzt habe ich da schon... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich bin Superman. Was laberst du? Damit ich nicht so hart struggle mit den Verpackungen. Oh, das ging sehr einfach. Und Leute, falls ihr euch denkt, warum ist Lana heute so lustig drauf? Hat sie einen Clown gefrühstückt? Was ist da los? Es ist einfach schon wieder mitten in der Nacht, 1.30 Uhr oder so. Ich habe mittlerweile keinen Plan mehr. Ja, nach müde kommt dumm. Und genau da sind wir jetzt. Ui, wir haben hier Buntstifte. Erstmal schnuppern. Wonach riechen die? Habe ich den jetzt auch kaputt gekriegt? Wieso halten Anspitzer bei mir nicht? Ich verstehe es nicht. Jetzt schneide ich mir noch... Heile. Jetzt spitzen wir den mal an, aber erstmal. Wie klingt das? Das Geräusch? Ja. Aber da haben wir eine kleine abgebrochene Spitze, aber das ist nicht so schlimm. Das habe ich manchmal auch in meinen guten Stiften. Es sieht ganz okay aus, obwohl die Mine oben, also hier das Schwarz ist ziemlich klein im Vergleich zum Holz. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist auch nicht so schlimm. Jetzt gucken wir uns den Stift mal an. Wir haben hier Deko-Time. Hey, was sind das überhaupt für Buntstifte?
Wir haben uns die Verpackung gar nicht angeguckt. 18 Colored Pencils, New Colors, Premium Quality. Das würde ich ja nicht draufschreiben, wenn es nicht stimmt. Ergonomic Triangle Shape Design. Dann haben wir hier die Farben, die wir im Set drin haben. Die haben auch Watercolor-Effekt. Das benutze ich ja nie bei Buntstiften eigentlich. Aber ist cool für die Leute, die es benutzen. Ist bestimmt nice. Zurück zum Stift. Wir gucken uns jetzt mal den Stift aus nächster Nähe an. Wir haben hier eine Nummer. Ist das die Farbnummer? Ja, tatsächlich, das ist die Farbnummer. Das ist nice. Wir haben eine Farbnummer. Premium Quality Deco Time. Sonst haben wir nichts. Aber der Stift ist gedippt. Das ist nice. Und gleichzeitig probieren wir das Sketchpad aus. Das hat 80 Sheets und 120 Gramm. 110 mal 165 mm. Das ist klein, aber fein. Auch von Action, ne? Gehört ja mit zum Haul hier. Machen wir mal einfach. Ah! Es ist gar nicht so schlecht. Die haben einen angenehm weichen Abrieb. Soll das schwarz sein? Das ist eher ein Grau und gar kein Schwarz. Bisschen seltsam. Auf jeden Fall teste ich jetzt ein paar andere Farben noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Das hier ist jetzt die Action-Seite und das hier ist die Polychromo-Seite. Die habe ich jetzt mal einfach nebeneinander, damit ich gucken kann, wie sie im Vergleich zu den Polychromos abschneiden. Und die sind echt nicht so übel. Nur dieses Gefühl auf dem Papier ist ein bisschen anders. Die haben halt nicht dieses Weiche, die kratzen etwas übers Papier. Aber, was ich auch noch sagen muss, dieses Papier ist absoluter Schrott. Das ist so schlimm. Es fusselt auf. Es dellt sich so ein beim Zeichnen. Das ist auch nicht so nice. Und es ist irgendwie nicht so ein nices Gefühl, einfach auf diesem Papier zu malen. Also gerade mit Buntstiften. Mit Bleistift habe ich auch schon was hier gemacht. Wartet. Einfach eine Augenbraue. Und das war auch nicht so gut. Also dieses Papier bringt es echt nicht. Die Buntstifte sind aber ganz gut. Ich würde den Buntstiften jetzt eine 7 geben vielleicht oder eine 6. Preis-Leistung ist natürlich nice, muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Auf jeden Fall waren die nicht so teuer und dafür muss ich sagen, es ist echt nicht schlecht. Also eine 6. 6,5 würde ich geben. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber das Papier, dem würde ich echt eine 2. Und 2 ist schon nett, weil es halt so eine cute Größe hat. Aber was ich auch sagen muss, es ist sehr dick. Und wenn man das so hier liegen hat und was zeichnen will, dann ist die Hand hier und hier ist der Block. Man kann sonst die Blätter rausreißen, aber das ist ja auch nicht so nice. Also es ist ziemlich hoch für die Hand. Ja, eine 2. 6,5 und 2 Punkte. Next, Paint Markers. Suitable for surfaces such as wood, metal, paper and card. Okay, das sind wohl, ähnlich wie Posca-Marker, Acrylmarker, Leute. Und ich bin eigentlich ein Fan von Acrylmarkern. Ich habe mir diese Farben ausgesucht, weil ich fand das Set irgendwie süß. Oh, so sehen die aus? Wir gucken uns jetzt mal einen an. Hier steht einfach nur Paint Marker drauf und... das war's. Dazu probiere ich das Papier aus, das ich auch bei Action gekauft habe. So ähnliches Papier kennen wir auch schon von Teddy. Weiß-braun-schwarz Papier. Ja, das von Teddy war jetzt nicht ganz so nice. Ich sag heute irgendwie sehr oft nice. Nice. Very nice. Also, bei diesen Acrylmarkern ist es so, dass man zuerst schüttelt und dann pumpt. Pumpen, 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 pumpen. Ah, da ist auch schon Farbe. Ey, die sind nice. Oh, schon wieder, ey. Ich muss damit aufhören. Die sind nicht schlecht. Ich probiere jetzt mal die Farben aus und werde daneben Posca-Marke ausprobieren. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir, wie eben, hier die Action und hier die Posca. Ich hatte leider keinen orangefarbenen Posca. Aber ich muss sagen, die sind Die sind gut. Die kann ich euch echt ans Herz legen. Das Ding ist nur, ich hatte zweimal denselben Stift jetzt hier im Set. Ich hätte eigentlich so einen Dark Orange haben müssen. Das, um genau zu sein. Aber ich hatte zweimal Gold. Ist kein Weltuntergang. Ich würde sogar fast sagen, dass mir das Gold fast besser gefällt als das von den Posca-Markern. Seht ihr das? Hier hat mir der Auftrag besser gefallen, aber hier gefällt es mir jetzt echt ein bisschen besser. Zum Papier. Ich habe hier unten einen kleinen Teststreifen gemacht und es geht so. Ich bin halt echt kein Fan vom Papier, das nicht 100% Baumwolle ist. Es fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Ich bin so daran gewöhnt, mit Baumwollpapier zu arbeiten, dass ich das hier mittlerweile gar nicht mehr abkann. Es ist okay für so kleine Skizzen und sowas, aber ich würde es jetzt nicht für so aufwendige Zeichnungen mit Buntstift nehmen, weil irgendwann geht das Layern nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und ich habe es hier auch nochmal auf dem Braunpapier ausprobiert. Ganz klein. Absolute Katastrophe, das geht gar nicht. Katastrophe. Das Schwarze habe ich auch noch irgendwo ausprobiert. Jetzt müssen wir diese... Ah, hier. Ja, das soll grün sein. Das ist die Farbe. Die. Was? Die Stifte kriegen von mir tatsächlich eine 10. Das Papier eine 5. Ich hatte gerade gesagt 10, aber mir ist gerade eingefallen. Nee, eine 9,5, weil ich zweimal dieselbe Farbe hatte. Ist jetzt zwar nicht so wild, aber 9,5. Jetzt haben wir ein ganz kleines Set. Was ist das überhaupt? Feinliner. Black and White für schwarzes und koloriertes Papier. Ich denke, das geht auf dem braunen Papier. Das testen wir mal gleich da drauf aus. Künstlerschreibset inklusive ein Kugelschreiber. Ein Kalligrafie-Federhalter mit... Meißelspitze? Eine Pinselspitze und zwei Feinliner, geeignet für Papierkarton und Leinwand. Okay. Oh mein Gott. Aha.
haben wir denn hier? Oh nee, da ist noch einer. Okay, jetzt nehmen wir mal hier braunes Papier und einen schwarzen Fineliner und probieren es einfach mal aus. Hier steht drauf Black, 0,3 mm und sonst nichts. Der ist echt sehr, sehr leicht, komplett aus Plastik. Der fühlt sich nicht so nice an in der Hand, muss ich sagen. Der blutet ganz schön ins Papier. Das heißt, der fließt so aus an den Rändern. Das ist nicht so nice. Na, oh, nice. Ich muss aufhören. Man hat keine perfekt glatten Linien irgendwie. Es sieht ein bisschen so ausgefranst aus. Ich guck mal, ob das mit einem anderen Fineliner auch so wäre. Ich habe jetzt hier einen Pigma Micron. Mal gucken, ob es am Papier liegt oder am Fineliner. Oh ja, es liegt am Papier. Oh, 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 weil die Fineliner hier sind super. Es liegt nicht am Fineliner, es liegt am Papier. Das Papier ist nicht so gut für Fineliner geeignet oder für Buntstifte. Was soll man sonst damit machen? So. Das ist jetzt ein Brush Tip Pen in Weiß. 1 mm. Mal gucken. Oh, auf der Kamera sieht man einfach mal gar nichts. Gucken, wenn ich ein paar Mal über dieselbe Stelle gehe. Ja. Wir probieren es jetzt mal auf schwarzem Papier aus. It's magic! Hä? Das ist ja cool. Was ist das? Das finde ich cool, aber das Weiß ist mir nicht weiß genug. Jetzt bei euch auf der Kamera sieht es ein bisschen heller aus. Bei mir ist es eher so ein hellblau. Oh, nee, auf der Kamera sieht es echt gut aus. Aber es ist ein cooler Effekt. Dieses, dass es auf einmal auftaucht, finde ich echt nice. Ich habe jetzt hier nochmal den Calligraphie Chisel Point Pen probiert. Und guckt euch das an, Leute. Okay, es dauert ein bisschen. Aber ist das cool oder ist das cool? Also wie das auftaucht, finde ich richtig cool. Aber ich glaube, ich würde die Dinger niemals benutzen für irgendwas anderes, außer um Spaß damit zu haben, so ein paar Sachen zu machen. Ich finde es ganz cool, wie das auftaucht. Das finde ich ganz cool. Ich würde den Stiften Punkte geben eine 4, weil die fühlen sich echt ein bisschen billig an. Also die fühlen sich nicht so nice an. Und das Papier ist jetzt noch schlechter als vorher. Was habe ich vorher gesagt? 5, jetzt kriegt es eine 4. Nun kommen wir zu den Aquarellmarkern. Da sind 7 Stück. Die machen wir jetzt auch auf. So sieht das Ganze aus. Die fühlen sich nicht so gut an in der Hand. Und hier steht einfach nur drauf Creative Artist. Schluck auf. Wir probieren das jetzt einfach auf demselben Papier aus, weil warum Papier verschwenden so? Auch wenn das Papier zu nichts taugt, aber immerhin, ne? Swoosh. So. Gott, was ist denn das für ein Pinsel? Ah, so geht's. Ich brauche Wasser. Das brauche ich nämlich für diesen kleinen Wassertankpinsel, der auch dabei war. Heißt der überhaupt Wassertankpinsel? Das funktioniert erstaunlich gut. Das ist mega. Oh Gott, warum war der da so feste drauf? Also, lasst mich gucken, ob ich das in richtige Worte fassen kann. Das Problem ist, dass diese Pinselspitze so extrem weich ist, dass sobald sie das Papier berührt, sich so zerfranst. Und dann hat man nur noch diese, so eine Linien. Seht ihr das? Das hätte mehr so eine Markerspitze gebraucht und keine Pinselspitze. Das ist jetzt aber auch kein Aquarellpapier, ne? Das müssen wir dazu sagen. Bis auf die Spitze, die mir nicht ganz so gut gefällt, machen die einen guten Job. Ich mag den Wasserdingspinsel. Das Ding halt eine 6 von 10. Würde ich jetzt sagen. Kommen wir zu den Dingern. Auf die habe ich mich eigentlich schon am allermeisten gefreut, neben den Buntstiften. Wenn die gut sind, kann man sich mehrere Sets davon holen und die dann so übereinander stacken. Und dann hat man so kleine Aufsteller. Warum waren die denn schon auf? Warum waren die denn schon auf? Hä? Alter! Hier kann man die nämlich alle aufeinander stapeln und das finde ich ganz nice. So sehen die aus. Wir nehmen mal dieses Neo Mint? Okay. Hier steht drauf Twin Marker Professional Quality Alcohol Based Ink. Hier haben wir eine feine Spitze und hier haben wir eine Brush Spitze. Ich mag bei Alkoholmarkern immer die Brush Spitze lieber, weil damit kann man ein bisschen besser verblenden. Aber machen wir einfach mal. Oh, nein, laber doch kein. Die sind voll gut. Und das ist so ein richtig schlechtes Papier. Da haben wir einen ganz kleinen Fleck. Und hier ist es halt auch ein ziemlich dicker Abdruck. Ist aber auch kein Markerpapier. Ist aber auch kein Markerpapier. Probieren wir mal eine dunklere Farbe aus. Oh, die ist sehr dunkel. Die haben aber einen mega guten Abrieb. Ist echt nicht schlecht. Die fühlen sich gut an. Mal gucken jetzt auf der Rückseite. Ich bin gespannt bei einer dunkleren Farbe. Ha! Ich bin verwirrt, aber ich finde sie gut. Ich finde sie tatsächlich gut. Wenn alle so sind, dann kann man echt nicht meckern. Wenn ihr Marker ausprobieren wollt oder einfach mal Marker braucht in verschiedenen Farben, die sind nicht schlecht. Ach, guck mal, wie viele verschiedene Farben das gibt. Hm.
Oh, ich wollte immer mehr mit Markern machen. Muy bien. Die hübschen Dinger kriegen von mir auch eine 9,5. Nee, eine 9, eine 9. Weil wenn ich denen eine 10 gebe, was kriegen dann so Copic-Marker und so, ne? Kommen wir zu diesem kleinen Stempelset. Ich finde das einfach nur hammersüß. Genauso wie ich mir Skizzenblöcke hole, weil ich sie süß finde. So kleine, süße, kleine Skizzenblöcke. Ich kaufe mir auch gerne bei Rossmann und DM so diese kleinen Fläschchen von Sachen. So Mini-Zahnpasta und so. Voll süß. Ah, da ist ja ein Deckel drauf. Ich dachte, ich mache mir jetzt die Finger schwarz. Einmal in schwarz und einmal in Gold. Was probieren wir aus? Wir nehmen den in Gold. Die kriegen 10 Punkte. Weiter geht's. Ich habe das eben aufgemacht und da ist einfach so ein totes Tier drin, ey. Rest in peace, kleiner Dude. Das hier sind unsere kleinen Liquid Watercolor Töpfchen. Oh, die sind so süß, die sind alle in Pastellfarben. Ich hole mir jetzt mal einen Pinsel und dann probieren wir die aus. Machen wir das jetzt mal auf. Pup. Okay, man sieht irgendwie gar nichts. Ich probiere jetzt noch mal ein paar weitere Farben aus und dann komme ich zurück. Das ist ultra, ultra süß. Ich mag die Dinger richtig gern. Oh, ich finde die so schön. Ich finde die super, die kriegen eine 10. Die kriegen eine 10. Hübsch. Beim Washi-Tape gucken wir jetzt einfach nur, ob die kleben. Das ist ja das Einzige, was wir müssen, so. Nehmen wir hier Pizza. Wofür ist Washi-Tape eigentlich gedacht? So für Scrapbooks und sowas, ne? Ja, ich finde sie einfach nur süß. Es klebt. Geht's auch wieder ab? Ja, wenn man seine Zeichnungen abtapen will, dann könnte man das nehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob es so gut hält. Und ich habe hier noch Eiscreme, Hello Sweetie und Kirschen. Das ist halt Washi-Tape, ne? Und es klebt. Was würdet ihr geben, so, wenn Washi-Tape klebt? Was soll das ja? Wenn es das nicht tut, ist es halt durchgefallen. Das ist so groß, da müssen wir jetzt in den Weitwinkel schalten und dann sieht man hier den ganzen Quatsch drumherum liegen, ne? Machen wir das Ganze mal auf. Die Tasche ist ja ganz cool. Oh, wenn das nicht wäre. Oh nein. Kennt ihr, wenn man so gefälschte Adidas-Pullover aus der Türkei hat? Voll spezifisch. Aber da fühlen sich dann diese Kordeln, die da dran sind, voll komisch an. So, man kann die so zusammenziehen und wieder auseinander. Das ist nicht so nice. Was haben wir denn da? Uiuiui, ein Unfall. Die riechen seltsam. Oh, noch ein Unfall. Oh Gott, es gibt schon 2 Punkte Abzug, ne? Noch ein Unfall, wir sind bei einer 7. Noch ein Unfall, wir sind bei einer 6. Wir gucken uns mal einen Stift an. Hier steht einfach Artist Quality drauf. Das wage ich zu bezweifeln. Und eine Farbnummer, 78. Die Stifte sind nicht gedippt. Wenn ich schon dieses orangene Holz sehe, sieht ein bisschen aus wie Donald Trump. Ich feiere das nicht, wenn Stifte oben so komisch geschliffen sind, sodass die hier so eine Kante haben. Das fühlt sich nicht so gut an. Mein Anspitzer ist schon ganz schön voll. Seht ihr, dass das Holz da absplittert? Da an der Stelle. Oh mein Gott. Nein! Im Direktvergleich, ein Faber-Castell Polychromo. Es ist ein komplett anderes Gefühl. Die fühlen sich so schlimm an. Kratzig und... Nee, nee, die mag ich nicht. Und die Qualität ist auch echt, echt schlimm. Hier splittert alles ab. Man sieht hier unten, wenn man nur hier unten guckt, dass bei den meisten Stiften hier unten irgendwas abgesplittert ist. Die Qualität von diesem Täschchen ist nicht so gut. Dieses Zeug hier friemelt schon ab. Da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ich mag zwar so Stifte-Etuis, die sich einrollen lassen, aber mein Gott, ne? Was ist das hier? Was ist das? Warum ist das so? Die kriegen von mir eine 0,5. Also das ist nicht mal für Mandalas, Leute. Nicht mal für Mandalas. Ganz schlimme Stifte. Ganz unangenehm. Anders unangenehm. Oh, Gänsehautstifte. Und dann haben wir noch den hier. Und wenn euch interessiert, wie ich die Sachen gekauft... Nein. Und wenn euch interessiert, wie ich die Sachen gekauft habe, was ich mir dabei gedacht habe, dann guckt euch einfach das Video an, was ich hier links einblende. Und falls ihr das schon kennt, dann guckt euch einfach das Video an, was ich hier rechts einblende. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!